Die Dr. Peters Group hat einen neuen Immobilienfonds aufgelegt. Dabei geht es um das Courtyard bei Marriott Hotel in Oberpfaffenhofen, das gut 30 Kilometer von München entfernt ist. Und darüber rede ich jetzt mit Stefan Lammerding. Er ist Generalbevollmächtigter bei der Dr. Peters Group. Schön, dass Sie da sind. Es gibt natürlich viele interessante Asset-Klassen, in die man investieren kann. Und man muss sagen, Immobilien haben in den letzten Jahren ganz gut abgeschnitten. Ja, ganz genau. Hallo Herr Koch erstmal. Das sehen wir so. Die Immobilienklassen sind insbesondere in den letzten 3 Jahren unter den allgemeinen Assetklassen diejenigen gewesen, die besonders performt haben. Und unsere Meinung ist, zu einer guten und vollständigen Vermögensanlage gehört auf jeden Fall die Immobilienklasse dazu. Bei Immobilien sagt man immer gerne Lage, Lage, Lage. Ist Oberpfaffenhofen der richtige Standort? Ja, es handelt sich natürlich um eine sogenannte B-Lage. Ehrlicherweise aber auch kommen, dass natürlich in A-Lagen es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist, attraktive Investments zu finden. Hier werden wirklich sehr, sehr hohe Preise gezahlt. Wir halten Oberpfaffenhofen für eine sehr, sehr gute B-Lage, die natürlich in direkter Nähe der nahezu europäischen Metropole München liegt und davon natürlich auch profitiert. 460 Millionen Hotelübernachtungen gab es im vergangenen Jahr. Also die Branche wächst stetig. Genau, das ist aus unserer Sicht ein Megatrend. Die Hotelübernachtungen sind alleine in den letzten 10 Jahren um 24% gestiegen. Da sehen wir ehrlicherweise auch keine Trendwende und insofern halten wir für ein Immobilieninvestment die Assetklasse Hotels für die richtige. Einen Trend gibt es aber, es gibt weniger kleine Hotels und mehr Markenhotels. Genau, wenn man den Hotelmarkt in Deutschland insgesamt betrachtet, dann sehen wir da, dass es bis zu 20.000 Hotelbetriebe aktuell gibt. Der meistgenannte Hotelname ist immer noch zur Post. Das ist ein Synonym dafür, dass natürlich der Markt fragmentiert ist auf kleine Betriebe. Aber wir sehen halt eben auch, dass Markenhotels zunehmend gewinnen. In 2017 war es so, dass 12% der Hotelbetriebe 68% der Übernachtung abgreifen. Und damit wird klar, dass das Markenhotel die dominierende Größe im Hotelmarkt ist. Wie sieht denn so ein Investment aus und mit welcher Rendite könnten Anleger rechnen? Ja, wir haben das Hotel Oberpfaffenhofen in Form eines Publikums AIF konstruiert und sehen vor, dass es zu regelmäßigen Auszahlungen über eine 12-jährige Laufzeit von 5,5% kommt. Wir prognostizieren einen leicht erhöhten Verkaufspreis, sodass der Kapitalanleger mit 184% Kapitalrückfluss rechnen kann. Wen möchten Sie damit ansprechen? Ja, mit dem Publikums-AIF richten wir uns natürlich an den direkten Privatanleger, aber wir haben auch in den letzten Jahren zunehmend institutionelle Anleger gewonnen. Das sind regionale Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Die können gleichermaßen auch in diese Anlageform investieren. Sagt Stefan Lammerding von der Dr. Peters Group. Danke Ihnen für diese Einblicke in die Immobilienwelt und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.